Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit Yoshio. Heute machen wir unser Herrenhaus weiter. Ja, letztes Mal sind wir ja schon recht weit gekommen. Dann gehen wir mal in-game und es geht los. So, dann wollen wir mal den Kamin hier bisschen schmücken. Am besten nehmen wir uns dafür Blumentöpfchen und irgendwas Schickes. Porzellansternchen. Ja, die kommen immer gut, komm. Ja, Porzellansternchen. Porzellan. Porzellan. Irgendwo gab es ja Blumentöpfe. Ob hier unten, ne? Also. Oh, mal schauen, wie das aussieht. Rechts und links einen draufstellen. Och, wie niedlich. Wenn ich ein bisschen was Größeres. Sind nicht Bohnen oder Tulpen, Rose, rote Tulpen. Oh, gucken wir mal, wie das aussieht. Ah, schon besser. Ich weiß nicht, die Porzellanständchen da drauf, die sahen so mickrig aus. Oh, besser. Jo, einiges. So, jetzt brauchen wir Teppich und Tisch. Was haben wir denn unten für eine Einrichtung eigentlich genommen? Was haben wir da für Holz? Tropenholz haben wir genommen, okay. Moment. So, das war Treppe, genau. Und das war Block. Setzen wir uns hier oben, also hier vorne eigentlich, ja gut, im Erdgeschoss hat man jetzt nicht so viel Zeug eigentlich rumstehen. Ihr habt für gewöhnlich, hat man sich da vielleicht ein paar Trophäen hingestellt. Die haben wir natürlich jetzt nicht. Richtige Trophies hier. Fällt da gerade was ein. Lass uns noch mal kurz was unten gucken hier. Ich glaube nämlich, dass ich geschlampt habe. Wie ich geschlampt habe, guck mal hier. Siehst du das? Boah. Vergessen hier die Balken reinzumachen. Hammer. Hilft doch gar nicht. Brich doch zusammen. Das geht aber nicht. So geht das aber nicht. Das nennt sich Fusch am Bau. So. In der Ecke ist klar. Ansonsten Fusch am Bau. So. Weg, jetzt passen. Na? Oh. Es wirkt doch eindeutig besser jetzt. Deckenbeine sind auch alle drin. Sieht das so aus wie ein Keller. So. Und weiter im Text. Teppich haben wir gesagt. Teppich. Normalerweise stehen hier, wie gesagt, Trophäen drin. Was in der Richtung. Aber wir haben ja keine richtigen Trophäen. Also geht das nicht. Einzige, was wir machen können, du könntest hier vielleicht so ein paar Stützen gleich reinstellen und da vielleicht Köpfe drauf machen, hier von diesen Creeper und Drachen und so. Schauen wir mal.
frei, schnappen wir uns erstmal Teppich. Teppich war bei Deko. Aber bei Deko gucken, ne? Roter Teppich. Ist dabei. So, bei auch lag der hier so im Eingangsbereich. Schön groß und fett und breit. Nachteil ist, man kann jetzt hier natürlich kein richtiges Muster reinmachen, oder? Kriegen wir auch hin. So ein schönes Teppichmuster dazu passt. Blau. Gucken, wie das aussieht. Blau-schwarz. Oh. Dann lass uns den noch einen länger machen. So. Gucken, wie das jetzt aussieht. Und dann der rote Rand außen. Boah. Ich weiß nicht. Muss was anderes gucken. Wie wär's denn mit Weiß? Sorry. Ob das sieht besser aus, oder? So reinkommt. Schönes Schachbrettmuster. Dann bauen wir uns hier an den Rand. Setzen wir uns am besten hier sowas wie Sitzgruppen. Das sieht immer gut aus. So, setzen wir uns da eine hin. Hier auch eine hin. Schön mit Armlehne außen. So. Da brauchen wir dann aber noch die Tropenholzstufe, die klassische. Als Tischersatz, wo ist er denn? Tropenholzstufe, da ist er doch. So. Oh. Irgendwie sieht das komisch. Deswegen sieht das komisch aus. War ein zu lang. So, jetzt besser. Und hier noch zwei, drei Bücherregale rein und dann ist das gut. Bücherregale, wo sind sie denn? Dann nenn das. Ich finde sie wieder nicht. Bücher gekauft. Setzen wir uns hier einfach genau. Setzen wir uns hier einfach drei Regale rein, so würde ich sagen. Können wir auch noch machen. Ah, da habe ich doch nicht. Hier so eine Fackel. Dann nehme ich links noch wie so eine Kerze drauf immer. Noch so weit hin. Hier. Ja.
Schon mal gut. Jetzt hätte ich gern noch braunen Teppichboden. Würde hier gern noch so eine Art Teppich vor den Kamin machen. Oder sollen wir da Steinplatte vor? Naja, komm, mal Teppich. Teppich ist super. So, wo ist denn hier unsere Deko? Da. Brauner Teppich. War wie so ein. Genau, was anderes sollen wir überlegen. Wir haben doch auch von den Tieren, meine ich, so Kuhfelle und so. Kann man die auch hinlegen? Noch gar nicht versucht. Speise. Tränke. Da, Leder. Das auch da hinlegen kann. Nö, leider nicht. Schade, schade, schade. Sehr schade. Schön wär's gewesen. Ups, ja, passt. Oh, machen wir jetzt hier so eine Art Ohrleger noch hin. Genau. Oh, wirkt das Erdgeschoss doch schon ein bisschen besser. So, gehen wir mal einen hoch, wa? Oben haben wir ja auch noch ein bisschen was zu basteln. Genau, hier drüber, guck mal. Also da drüber machen. Da setzen wir uns Gemälde hin. Immer jeweils ein Bild über die Treppe. Und zwar diese Lachen. Also die kleinen. Ja, genau die. Genau diese. Genau. Das sieht auch vernünftig aus. Hier können wir uns auch noch was hinhängen. Senkrechtes. Hier oben habe ich aber ordentlich mit Fackeln gespart, wa? Das ja nur mal so sagen. Da fehlt auch eine. Oh, jetzt haben wir sie aber. Hier geht es dann hoch. Oben haben wir auch Fackeln. Gut, okay. Uns hier aber auch so Bilder hinsetzen, dann, ne, wenn wir schon dabei sind. So. Schade, dass das man die nicht noch mit einem eigenen Motiv so schön. Also jedes Bild extra, ne, mit einem eigenen Motiv machen. Klar, kann man sich jetzt in dem Grafikpack eigene Motive einfügen, aber das meinte ich jetzt nicht. So, passt das. Oh, da drüber. Nee, darüber nicht. Darüber nicht. Hierüber ist eins. Und hierüber muss auch noch eins. Genau. So. Ach, guck mal hier, da haben wir hier eine Riesenwand. Wollen wir da noch hinzaubern, ne? Oh, 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 oh. Das ist böse Falle. Oh, warum nicht? Oh, ist gut. Mal da auch noch so ein Bildchen hinnehmen. Hier kriegen wir auch noch eins hin. Schön mit Nebel. Sehr gut. Noch eins hinhängen. Oh. Ja. Ah, machen wir. Komm, machen. Oh. Yeah.
glaube, ich habe gerade ein Bild abgehängt. Immer diese Schlampereien. Boah, hängt wieder. Das wäre dann auch wieder da. So. Ja gut. Was bauen wir uns denn hier rein? Hier bauen wir uns einen schönen riesengroßen Tisch rein. Das machen wir. Mitten rein. Gucken, wo Mitte ist. Zumindest die optische Mitte wäre hier. Und so einen richtig schönen großen Esstisch. Der soll einigermaßen rund wirken. Also machen wir den so. Gucken, ob wir das so hinkriegen. Ich hatte mir das mal so vorgestellt, dass man das einfach so macht, wenn man da die Treppen außen rum baut wieder. Normalerweise kriegt man ja mit so einem Kreuz in der Mitte immer noch einigermaßen gut eine runde Form hin. Oder simuliert zumindest. Gucken. Naja, rund ist auch was anderes, aber zumindest hat es mal den Anschein. So, dann müssen wir uns noch hier so ein paar Stühle hinbauen. Oh, genau, auf der Seite auch noch. Stühle. Wie wäre es denn mit, wo ist denn das Schild? Ich suche das Schild. Ich hatte ja zumindest mit dem anderen Grafikpack, in der anderen Welt hatte ich ja diese Stühle genommen und hatte mit, Quatsch, die Schilder genommen und hatte mit den Schildern ein eine Armlehne gebaut. Und Lehne könnte man ja hier eventuell auch drin machen. Ungefähr so. Oh, machen wir mal. Wirkt dann vielleicht ein bisschen mehr nach Sessel. Nach einem bequemen Sessel. So. Cool, wie auch immer. So, hier brauchen wir natürlich auch noch was. Und zwar würde ich jetzt vorschlagen, dass wir uns hier mal sowas wie eine Kerze drauf stellen. In der Mitte stellen wir uns einen Blumentopf drauf. Schön mit Orchidee oder so. Blumentopf bitte zu mir. Wo ist der? Da ist er. Ein Töpfchen. So. Blub. So. Genau. Das lassen wir hier offen. Hier könnte man eventuell noch hier vorne noch so eine Art Teppich hinlegen. Dann nehmen wir dann nur Rot am besten. Nicht wie unten, dieses Muster. Oh. Roten dran hier. Und legen uns hier einen Teppich rein. 4x6 oder so. 5x5. Wie so ein Läufer. Ein bisschen kürzer machen nach hier oben.
gucken. Jetzt ein bisschen nach vorne ziehen noch. Wenn man hier hochkommt, da hat man den Teppich, da ist der Esstisch. So, Laube. Okay. Gehen wir mal hier nach oben. Hier würde ich gerne auch noch eins. Er hat noch da unten so ein schönes Viereck. Na. Komm, Bildchen. Komm. Ah, jetzt. So. So, was machen wir denn hier rein? Jetzt wird's lustig. Partymeile oder was? Ja, ein Sitzbänke fällt mir auch nicht ein. Brauchen wir noch einen Tisch? Ich weiß es nicht. Muss ich mal hier so ein bisschen was Größeres reinmachen. Größere Ecken reinmachen, so was in der Richtung. Wieder mit einem Tisch, aber nicht zu groß. Upsala. Ungefähr so. Das machen wir ja auch mal. Dann könnte man dann noch wieder ein paar Bücherregale reinstellen. Und ja, was braucht man noch? Teppich. Ah, guck mal. War richtig Platz dafür. Oh ja. Moment mal. Hier setzen wir uns Bücherregale hin. So. 1, 2, 3. Das bleibt, wie es ist, die Ecke. Genau. Hier setzen wir uns. Das ist auch eine Orchidee. So. Können wir unten eigentlich auch machen, ne? Auch eine schöne Blume hinstellen. Regal. Jetzt setzen wir uns erstmal hier nochmal einen Teppich. Hat man eine andere Farbe? Muss schon nicht immer dieselbe sein. Ne? Hier mal ein blauer Teppich, oder? Schöner großer blauer. So. Ich wollte den 4 breit machen. Na, wird er 5 breit. Okay. Wenn er in der Mitte liegen soll, wird er 5 breit. Ups. Können die eigentlich auch wieder so ein Muster reinmachen, ne? Oder wir machen es einfach nur blau. Boah, lass den mal blau, das ist gut. So einen großen Teppich rein. Kann man drauf tanzen. Ein kleiner Balkon hier. Automatisch überdacht. Das durch den Aufbau oben. Ja. Jetzt gehen wir nach oben. Jetzt gehen wir in die Dachkammer. So, hier oben stellen wir uns ein paar Wände hin. Und zwar nicht, wie man das jetzt üblich hat, geschlossene Wände, sondern gucken, wir haben noch einen Tropenholzzaun, ne? Tropenholzzaun. Oh. Ja, Tropenzaun. Haben wir. Sehr schön. So, folgendes. Also, als Trennwand setzen wir uns hier nämlich
Zaun rein. Genau so. 3 hoch ungefähr. Und nochmal. Das ist nicht wirklich eine Trennwand, das ist nur wie so eine Art Abteilung, sage ich jetzt. Hier stellen wir uns dann ein, zwei Betten rein. Truhen. Betten brauchen wir. Müssten auch hier irgendwo sein, meine ich. Da ist Bett. So. Dann brauchen wir noch. Bücherregal habe ich noch da. Tropenholzstufe ist noch da. Gemälde brauchen wir hier oben. Ach, doch in der Mitte vielleicht. Leicht in der Mitte noch gleich. Auch hier. Ah, Liste, da haben wir nämlich unsere Deko für unten gleich. Und so ein paar schöne Sachen da unten hinstellen. Da. Beobachter. Ja. Überlegen, was wir noch so reinbauen können. Bett, das, das. Plattenspieler. Wird vielleicht eher unten noch hinpassen. Genau, dann stellen wir uns eins tiefer noch hin, den Plattenspieler. Upsala. Ich ja. Mal runter. So, dann stellen wir uns hier oben in die Mitte, oder? Ne, ah, hier stellen wir uns hin. Zack, da in die Ecke. Das ist gut. Können wir auch Musik spielen hier. Da könnten Musik spielen, wenn wir wollten. Oh. Hier kommen dann zwei Betten hin. Hier. Oh, zu weit nach oben. So. Und einmal hier. Immer jeweils mit so einem kleinen Nachttischchen. So. Und dann machen wir das Abteil nach. Jetzt zu. Nach hier, ne? Nee, doch nicht. Bin ich denn? Ja, doch, doch, doch. 2-2, genau, richtig. Hier. 4 Stück haben wir genommen, ne? 5 haben wir genommen. Sind jetzt wie so offene Raumteile hier, die man hier so reinstellt. So ist das. Kommen wir jetzt nämlich hier auf die andere Seite. Auch noch Betten schnell. Da noch eins hin. Da noch eins hin. Und. Und. Hier noch eins hin. So. Auch mit so einem Nachttischchen. So. Ist hier quasi so das Teil zum Schlafen. Hier setzen wir uns noch eine kleine Sitzecke hin. Sitzbank, ich würde das jetzt mal in die Mitte setzen. Oh ja. Oh ja. Warte mal. Das hier ein bisschen rausziehen. Ja, so. Und so. Boah, Stimme, hallo, nicht aufgeben. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Mit in den Tisch noch rein. Dann haben wir hier eine Sitzecke. Gleiche machen wir auch noch mal. Ganz toll. Ja, so. Ja, Idee für den Hintern oder so war das. Ah, macht nichts.
dann machen wir das hier anders. Setzen wir uns hier eine richtige Ecke hin. Eins, zwei, drei, vier habe ich. Ah, genau. Zwei, drei und nicht verzählt hoffentlich. Nö, passt. Gut. Da das, da das. So, hier machen wir uns auch wieder so ein Raumteil rein auf der Seite. Also hier setzen wir uns bei Bücherregale hin. Der Wand. Ah, vielleicht auch ein bisschen höher jetzt. Wenn da ein bisschen Platz am Fenster. So. Schmeißen wir uns da mal vernünftig so ein paar Lektüren hin. So. Wunderbar. In der Mitte kommen zwei große Bilder dran. Oh, größer. Größer, noch größer. Los. Mensch, ey, wir hatten noch da vorhin so Riesenteile. Jetzt kommen sie nicht. Da ist doch einer. Ja toll, der ist jetzt so weit. Hä? Schon? Eins, zwei, drei. Ah, jetzt haben wir es. War das Bild. Also, wir warten auf dieses Bild. Das hängt nämlich dann in der Mitte. Oh oh. Fixt. So. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ohne Löcher in die Wand zu machen. Ja gut. Ja, hast gewonnen. Hast gewonnen. Passt nicht, wie ich mir das vorstelle. Dann ist das so auch in Ordnung. Ne? Genau. Was machen wir hier auch noch? Irgendwie hat die Wand ein komisches Maß dafür. Jawoll. Ist auch nicht dasselbe hoffentlich. Nein. Sehr gut. So, da haben wir die Bücherregale. Hier setzen wir uns auch noch ein Bild hin, und zwar eines. So, was machen wir denn hier? Riesen viel Wand. Was haben wir denn? Wie viele Betten haben wir denn hier eigentlich? Wir haben jetzt hier vier Betten. Oh, wie viele Bedienstete hat denn so ein Haus? Ne? Gute Frage. Reichlich bestimmt. Ne? So, dann machen wir hier auch noch mal so ein Ding hin, würde ich sagen. 3, 3. Nochmal. 1, 2, 3. Eins dabei. So in der Form. So. Oh, falsche Richtung. Das kann ich immer noch. So, jetzt haben wir auch noch mal so einen großen Raumteil. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier mit den Betten gemacht haben. Aber eins da, ne? Ja, warte mal. Mach mal. Lass uns die mal hier machen. So, eins dahin und eins dahin. Machen wir das heute jetzt mal hier so rum.
so rum und so herum. Gut. Truhe hätte ich gerne noch. Ich noch irgendwo noch ein bisschen Material im Pack, ne? Setzen wir uns nämlich dann hier hin. Da eckt noch eine. Da setzen wir uns auch noch eine hin. Ah, komm. So, und hier noch einen schönen Plattenspieler mit hin. Hab deine Idee. Und zwar fehlt uns ja noch was. Werkbank und Ofen. Haben wir noch gar nichts. Gar keine Küche haben wir noch gar nicht. Ne? Dann setzen wir uns nämlich hier noch jeweils eine Werkbank hin und in der Mitte den Ofen. So. Können wir da auch noch was zubereiten. Das Häuschen. So, hier haben wir die Abteile zum Schlafen. Offene Abteile, okay. Hier kann man noch sitzen. Da haben wir Art Bücherei. Oh. Ja, genau. Da haben wir unseren schönen Dachstuhl. Dann mal runter. Komm. Hopp. So, hier haben wir unseren Aufenthaltsbereich. Schön nach draußen mit dem kleinen Balkon. Rausschauen kann. Ja, da kann man ja richtig geil auf die Landschaft gucken. So, eins tiefer noch. Hier haben wir unseren Essbereich, sage ich jetzt einfach mal. Oder? Für die hohen Herren der Aufenthaltsbereich hier. So. Kleiner Teppich runter. Und der Eingangsbereich mit dem großen Läufer. Ein Kamin. Und noch eins tiefer haben wir dann. Kellerbereich mit unseren Nischen, mit den Truhen, Abgang zum Bindestein nach unten, hier unten zum direkt zu dem Fuß des Bindesteins zu kommen, den wir hier reingebaut haben. Bindestein hat folgenden Hintergrund für alle, die es so nicht mitgekriegt haben. Bei Dark Age of Camelot, dem, oder ich sag jetzt mal, wo dieses Gebäude eben oder die Idee jetzt herstammt, hat dieses Herrenhaus hinten einen Raum mit einem Bindestein. Da konnte man sich dann, wenn man gestorben ist, dann also vorher binden und wenn man gestorben ist, dann direkt zu dem Haus zurück wiederbeleben lassen und dort zu günstigeren Preisen den Heiler besuchen, den man im eigenen Haus stehen hat. Kann ich jetzt hier nicht machen, wenn ich jetzt hier einen reinstelle, läuft er weg, aber ansonsten oben, von hier oben kommt man dann immer noch so runterschauen, den Bindestein halt. Ja, genau. Hier in der Ecke auch nochmal Truhen und hier hinten natürlich auch noch der Keller. Ja, sowieso ein Lager. Und eine kleine Rittertafel, um die Herren dann ihren Geheimbund schmieden. So. Das heißt, im Gebäude sind wir fertig und das Gebäude selbst von außen, also das eigentliche Hauptgebäude, ist auch fertig. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir machen das nächste Mal hier weiter. Dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Über ein Like oder Follow würde ich mich sehr freuen. Ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Yoshio. Ciao, ciao.